Schönen guten Tag YouTube-Genossen und willkommen zu einer weiteren Folge Gamingsblog. Heute geht es um das wiederkehrende Thema Lebensmittelskandale. Was gab es da nicht die letzten Jahre? Von der Vogelgrippe zur Schweinegrippe, von dem Dioxinskandal in Hühnereiern bis zum bekannten Scheidenpilz. Denkt daran, es kommt schneller als man denkt. Doch warum ist das ein Grund zum Aufregen? Ganz einfach, diese Skandale sind nichts, aber auch nichts als Geldmacherei der Pharmaindustrie oder weisen auf Offensichtlichkeiten hin. Denkt ihr etwa, diese Eier aus Käfighaltung wären nur aus Spaß so billig? Oder diese Schweine, die nur noch mit Antibiotika am Leben gehalten werden, geben später mal gesundes, billiges Fleisch? Und denkt ihr, dass sie das Dioxin aus dem Ei entfernt haben? Nein, das haben sie nicht, denn Medien ist das Thema nur zu langweilig. Sie wollen die Zuschauer ja nicht jeden Tag mit alten Informationen versorgen. Doch jetzt fragt sich das gepflegte, verwöhnte Xbox, PS3, Call of Duty Kiddy natürlich, aber was ist denn mit dem Pferdefleischskandal? Ganz einfach, die werden weitermachen. Ich denke, in 5 bis 8 Monaten geht es mit dem Pferdefleisch wieder los, sobald es keinen mehr interessiert. Ich frage mich sowieso, was die alle haben. Bekannterweise ist Pferdefleisch um einiges gesünder als das übliche Schweinefleisch. Das, was die RTL-Zuschauer so stört, ist, dass nichts auf der Verpackung steht, von wegen, hier drin ist Pferdefleisch. Es wundert mich sowieso, dass ein RTL-Zuschauer sich das Kleingedruckte durchgelesen hätte. Ein schlauer Mensch wie Mike Speckel fragt sich natürlich, ist das Fleisch denn auch mit Antibiotika vollgepumpt und ist deshalb so gefährlich? Ja, das kann tatsächlich der Fall sein und auch ein Grund zum Aufregen, wie ich finde. Aber können wir es ändern? Nein. Wir können nur zusehen, wie die Discounterketten die Preise immer weiter runterdrücken. Ob das zum Wohle des Kundes ist, ist fraglich. Das war's mit dem heutigen Video. Es tut mir sehr leid, wenn es euch jetzt zu kurz war, aber wir arbeiten momentan an einem etwas größeren Projekt. Seid gespannt. Ich verabschiede mich mit einem Gude und wünsche euch noch einen schönen Tag.